Der erste Talk für heute fängt jetzt an. Deutschen Übersetzung von Lightning Talks, zwei von sehr vielen verschiedenen Talkern. Hey, hallo zusammen. Alles klar. So, hallo, ich bin Tanay Bose und das ist ein kleines Projekt, das ich über Privacy gemacht habe. Es geht um das Thema, bin ich inkognito? So, also ein kleines Shoutout. Es gibt einen Lightning Talk. Es gibt ein Boot, eine Station, wo ihr das nach angucken könnt. Und danke auch vor allem von Smith Gonsalves, der mir die Daten per Löffel gefüttert hat. Der Talk von Brian war, wie man Tinder nutzen kann und Tinders APIs nutzen kann, um Karten zu zeichnen und Trilateration, Polyliteration nutzen kann, um die Nutzer-Location zu finden. Das war ein sehr interessanter Talk. Mit dem muss man sich auf jeden Fall melden, wenn man mehr darüber wissen möchte. Als ich meine Recherchen in die Anonymität gemacht habe, habe ich mir Google Maps angeguckt und mir angeguckt, wie man Daten in Google Maps laden kann und wie man Personeninformationen über Google Maps darstellen kann. Und das erste Mal, als ich Google Maps aufgemacht habe, für ein paar Sekunden hat es meine Location, meinen Ort ausgewählt, aber es waren auf jeden Fall ein paar Koordinaten, die auf dem Google Maps URL angekommen ist, was mich ein bisschen verwirrt hat. Da habe ich Google gefragt, wie speichert ihr meine Daten ab und was gibt euch meine Koordinaten? Und Google antwortet mit einer Antwort von IP-Adressen. Ja, das könnt ihr euch mal angucken, wie IP-Adressen Definitionen sind. Und das hat Google mir definiert. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr mal vielleicht meine ungefähre IP-Adresse und meine ungefähre Location-Coordinates haben. Ja, gut, die teilen wir ja niemanden mit. Wir gucken sie euch nur an eurer IP-Adresse. Also meine Location pro IP-Adresse, das kann man finden. Ja, das ist da, wo ich gewohnt habe mal. Und ich bin aus den Emiraten. Und habe ich mal auf meine IP-Adresse geguckt und die Location meines Internet Service Provider ist ungefähr 4 Blocks weiter und das ist im Grunde für unsere ganze Stadt. Aber in diesem Fall in Abu Dhabi, wenn man den Verbindung von Etisalat hat, dann wird die Location immer dort sein, wie auf der Karte markiert, was relativ weit weg ist von meiner Location. Ja, in Chrome, da gibt es einen Co-Location-Service, was blockiert war für meine Webseite. Alle meine Tests über Chrome waren mit meiner eigenen Website, einer frei gehosteten Website. Und es gibt dort etwas, das nennt man Google Location Services. Da kann man API-Calls machen über die API. Und da kann man ein Opt-in machen und der Browser kann dann nicht herausfinden, wo deine Location ist. Als ich dieses API-Call gestartet habe über den Browser, habe ich ungefähr meine Location gefunden, hier in der Nähe. Was für mich viel interessanter war, als ich das herausgefunden habe, wollte ich mal genau wissen, was hier passiert. Also habe ich einen Kerl namens Smith gemacht und der hat gesagt, schau doch mal bei Googles Geolocate-IP vorbei und schau dir Webseiten an, die das sammeln. Das war interessant. Dann bin ich mal in Dokumentation gegangen von Google Geolocation und hier stand, man muss dem die Wi-Fi oder die Handymastendaten und wenn man die Wi-Fi-Adresse oder die GSM-Turm-Adresse nicht angeben kann, dann geht es über die IP-Adresse. Das fand ich interessant, weil das hat was mit der Längen- und Breitengrad und der Genauigkeit der Ortskoordinaten angeht.
Also wenn ich dann, wenn diese API existiert, dann kann man natürlich ein paar Sachen herausskripten. Kann man einen XHR-Request starten und die Google API-Services auf jeder beliebigen Webseite queryen und dann bekommt man nichts anderes als die Ortskoordinaten, eben wenn man die Location-Services geblockiert hat. Und dann kann man oben sehen, man bekommt trotzdem die Koordinaten auf der Webseite Execution. Und links sieht man dann den Code auf der Webseite, der hier auf meinem Domain war. Und auf der rechten Seite ist die Genauigkeit der Daten. Hier ist die Genauigkeit auf 1400 Meter, also 1,4 Kilometer, geplottet. Das ist schon ganz gut, aber eben noch recht weit weg. Man kann sehen, es ist schon relativ weit weg von meinem Blog. Aber wenn man dann Google GPS Spoofer deaktiviert, ich bin ja etwas ein moderner Kerl mit einem Aluhut, dann kann man sich Geolocation in seinen eigenen Blog nutzen. Man kann dann GPS einfach spoofen und dann kann man seine beliebige Geolocation definieren. Applaus mit Countdown. Next up ist LernOS. Als nächstes haben wir LernOS. Guten Morgen, Kongress. Ich bin Simon und ich bin von der Podcast Assembly Sendezentrum und ich beschäftige mich mit lebenslangem Lernen. LernOS, das kommt aus dem Esperanto und es geht darum, wie wir lernen und wie wir unser lebenslanges Lernsystem hacken können. Ich sehe folgendes Problem. In vielen Wissensbereichen wird die Halbwertszeit unserer Lernfähigkeit immer kürzer. Vor allem, wenn man so an IT denkt, dann wird auch die Halbwertszeit immer kürzer. Das heißt, wir müssen viel mehr lernen und viel systematischer lernen. Und dann gibt es noch das Problem, dass unsere Schulsysteme gar nicht darauf ausgerichtet sind, uns das Lernen oder Lernsysteme überhaupt beizubringen. Wir haben festgelegte Lern- und Lehrmethoden und wir bringen unseren Schülern nicht bei, wie sie selbstständig lernen können. Dann gibt es die höhere Bildung, da gibt es Bachelor- und Master-Studiengänge und da lernt man schon ein bisschen mehr. Selbstständiges Lernen, aber gerade in unserer Arbeitsumgebung lernen wir viel zu wenig. Wir verbringen so viel Zeit mit unserer Arbeit und haben sehr wenig Zeit dafür, selbstständig zu lernen. Das heißt, die vier Zutaten unseres Learning Hacks sind die folgenden vier Methoden. Die werden auch oft so im Business-Bereich angewandt. Eine davon ist Scrum. Das ist ein agiler Projektmanagement-Ansatz. Da kann man sich quasi Lerneinheiten in Sprints einteilen und seinen Lernprozess quasi einteilen. In der Schule oder an der Uni bekommt ihr eure Lerneinheiten von der Bildungseinrichtung vorgegeben. Beim selbstständigen Lernen müsst ihr das selber vorgeben. Und wenn ihr diese Sprints, euch zum Beispiel vier Sprints in einem Jahr einteilt, dann kann man sich seinen Lernstoff so entsprechend einteilen, wie man es eben schafft. Was Ziele angeht, da haben wir die OKR-Methode versucht anzuwenden. Das ist schon Ende der 90er bei Google verwendet worden, berühmterweise. Und es geht darum, Ziele einzuteilen in Schichten, wie zum Beispiel die individuelle oder die Management-Schicht. Und wenn man sich sehr ambitionierte Ziele setzt, dann gibt es da solche bestimmte Werkzeuge, wie man seinen Lernfortschritt messen kann.
Und es gibt eine Anleitung, wie man zum Beispiel Podcasts auch für diese Sprints verwendet. Dann haben wir noch die Methode Getting Things Done von David Olley. Und die soll quasi den Job des Lehrers ersetzen. Man soll seine man kann sich vorbereitete Lerntafeln zum Beispiel besorgen. Und was wir dann am Ende gelernt haben, das sollten wir natürlich auch teilen. Dazu gibt es den die Methode Working Out Loud. Da kann man seine Lernergebnisse dann veröffentlichen, wie zum Beispiel auf GitHub, aber man kann zum Beispiel auch darüber erzählen, was man gelernt hat. Da kommen dann die Podcasts ins Spiel. Zum Beispiel kann man in einem Podcast erzählen, was man Neues gelernt hat. Ich habe euch hier nochmal eine Übersicht zusammengestellt und ich habe auch Empfehlungen von YouTube-Videos oder von einem Podcast, wo zum Beispiel über die Getting Things Done-Methode gesprochen wird. Am Ende geht es darum, dass man lebenslang lernen soll. Ja, LernOS haben wir jetzt schon seit 6 Jahren entwickelt und hier sind einige Adressen, die ihr nutzen könnt, um mehr darüber hinauszufinden. Und ich würde euch gerne dazu motivieren, weiterzulernen. Keep calm and learn on. Next up is SMS for you. Als nächstes haben wir den Talk SMS für dich. Hey, good morning. Hallo, guten Morgen. Ich bin Felix und ich möchte euch SMS für dich zeigen. Es ist eine relevante Frage, warum wir SMS im 2020 noch brauchen. Nicht jeder möchte ein smartes Telefon haben. Wir haben bestimmte Services wie Bank, die SMS für Verifizierung nutzen. Zum Beispiel als mobile Transaktionsnummer. In manchen Fällen gibt es nur GSM, also SMS ist das Einzige, was wir senden können. Und am Ende ist dem gesamten SMS und ganzen Gated Community Zeug ist das letzte Kommunikator für Textnachrichten. Warum SMS mit dem Telefon nutzen? Naja, gibt ein paar Gründe. Naja, also manche Leute möchten halt ihre anderen Methoden benutzen, manche Leute reisen und möchten andere SIM-Karten, möchte aber die Nachrichten immer noch bekommen können. Oder bei mir, ich möchte keine registrierte SIM-Karte bei mir selbst tragen und dann das ganze Tracking weltweite Bewegungsprofil-Tracken nutzen. Die andere Nutzmöglichkeit ist die gegenseitige, also vielleicht hat man nur ein dummes Telefon und ich möchte jemanden Daten checken, die woanders sitzen, oder ich möchte SMS schicken. SMS for you ist die Rettung. Es hat angefangen, ein kleines Skript. Jetzt sind es mehrere Personen. Ich suche noch nach mehr Leute, die sich für das Thema interessieren und mitmachen können. Es ist ein Gateway zwischen Short Messages und anderen Nachrichtenformen. Aktuell wird E-Mail supported. Ja, es ist ein Hack, aber es funktioniert. Und XMPP, das ist ein etwas soliderer Ansatz für das Thema. Man braucht im Grunde ein Modem, GSM, LTE oder was auch immer. Man packt es an einen Raspberry Pi oder einen anderen Minicomputer und es enthält die SMS, schickt eine E-Mail und man kann auf die E-Mail antworten. Es schickt die SMS raus und das Gleiche auch mit XMPP. Egal, wo man ist, egal, was man schickt, man bekommt diese Informationen trotzdem. Und es finden auf GitLab, AGPL3 auf GitLab, das heißt, wir sind auf der freien Seite der schönen Dinge. Und danke und habt Spaß dabei. Next up is VerifPal. Als nächstes haben wir VerifPal. Das muss ich jetzt kurz noch öffnen. Fertig. Hello. Hi.
Ich spreche heute über das Schulprojekt VerifyPal. Ja, man verwendet WhatsApp und auch TLS und verschiedene kryptografische Protokolle. Kryptografische Protokolle sind die Systeme, die dafür sorgen, dass bestimmte Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden in der Kommunikation. Die wurden also dazu gestaltet, besonders kompliziert zu sein und besonders raffinierte Protokolle zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Forward Secrecy und andere kryptografische Protokolle gewährleistet sind. Andere Protokolle beschäftigen sich zum Beispiel mit Voice Calls und haben deshalb andere Mechanismen. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, diese Protokolle zu erstellen. TLS zum Beispiel wurde sehr oft überarbeitet. Wir haben da die Versionen 1.1, 1.2, 1.3 und 1.3 war die erste Version, die hergestellt wurde in Zusammenarbeit mit Menschen, die vorher das Design verifiziert haben. Man kann durch eine Verifizierung etwas beweisen und zum Beispiel auch zeigen, dass eine Methode einem Hackangriff widerstehen kann. Das ist also auch eine akademische Sache, denn es kommen komplexe Programmierschnittstellen zum Einsatz. Es gibt auch Modellierungsframeworks. Da kann man Protokolle modellieren, zum Beispiel das Protokoll, wo Alice und Bob kommunizieren. Und dann kann man quasi überprüfen, kann ein Hacker zum Beispiel Alices ersten Kommunikationsschritt interferieren. Und so kann man sehr viele interessante Analyseergebnisse bekommen. Viele Paper wurden auch schon darüber veröffentlicht, aber es wird leider nicht genug verwendet, weil es so kompliziert ist. Wenn man kein Kryptospezialist ist, dann kann man schlecht in diese Protokolle eintauchen und Sicherheitslücken finden. Deshalb habe ich angefangen, mit VerifPal zu arbeiten. Das ist ein benutzerfreundliches Programm zum Überprüfen dieser Protokolle. Man hat zum Beispiel eine Modeling-Umgebung. Es gibt sogar ein Benutzerhandbuch dazu in Manga. Das ist doch richtig cool. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Man kann sich damit fortgeschrittene Protokolle angucken und das mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Man muss kein Profi sein, kein Mega-Krypto-Experte. Jeder kann lernen, wie das funktioniert. Und ich empfehle euch sehr, in das Benutzerhandbuch reinzugucken, denn wir haben das extra so gestaltet, dass es besonders zugänglich für alle Benutzergruppen ist. Es ist eine sehr neue Software, wurde erst vor 2 Monaten released. Und ich hoffe, dass die Benutzerfreundlichkeit so hoch ist, wie wir sie uns vorstellen. Schaut also mal rein bei verifpal.com. Es geht auf Windows, Linux und macOS. Vielen Dank. Als nächstes kommt verrückte sequentielle Repräsentationen. Hallo. Hallo zusammen. Heute rede ich über verrückte sequentielle Repräsentationen oder CSR kurz. Also CSR sind im Grunde mathematische Ausdrücke, in denen alle Zahlen in ihre Reihenfolge aufkommen, also entweder in absteigender oder in aufsteigender. Die Zahlen können als Einzelzahlen auftreten oder zusammengesetzt. Es gibt ungefähr 5 Operatoren, das sind Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division. Und Potenzen. Außerdem dürfen die Zahlen
negativ oder positiv auftreten. Auf dem Internet gibt es eine große Liste von aufsteigenden und absinkenden CSRs von 0 bis 11.111. Alle Zahlen in CSR sind gefunden worden, außer für die Zahl 19658. Also, dann würde ich jetzt mal gerne alle verrückten Präsentationen iterieren, aber erstmal müssen wir über alle Operanden gehen. Das sieht so aus. Als nächsten Schritt müssen wir durch alle Konkatenierungen, also als Zusammensetzungsmöglichkeiten der Zahlen gehen, die die aufsteigend sind und die absteigend sind. Danach müssen wir durch die Klammern gehen oder alle sinnvollen möglichen Klammern und dann durch die Allmöglichkeiten der Vorzeichen gehen. Und anstatt drei Operanden müssen wir das mit einer operieren, mit und bis zu 8 Operanden machen. Das heißt, wir haben 725 Milliarden. Und da gibt es ein paar Automatisierungen, die man machen kann. Also Klammern machen an einigen Stellen gar keinen Sinn. Das heißt, man kann sie übergehen. Und manche doppelten Minuszeichen geben Pluszeichen. Das heißt, wir sind 0 bis 2 Milliarden. Das ist die obere Grenze eines signed integer. Das heißt, in der Mitte haben wir 931.165 Integer gefunden und dort haben wir 1,3 Millionen gefunden. Aber für die Nummer 19958 haben wir kein CSR gefunden, nur einen Annäherungswert gefunden. Das heißt, kein führt zu der exakten Nummer. Wir haben eine Menge CSRs mit der gleichen Länge gefunden. Viele davon führen zur gleichen Nummer und zur selben Länge. Manche müssen wir mit besonderen Operanden finden. Manche haben wir aufgeteilt in Gruppen. Manche hatten keine negativen Vorzeichen. Manche hatten keine Konkatenation. Das heißt, viele Zahlen, wenn sie zusammengesetzt haben, haben wir besondere Nummern gefunden mit besonderen Indexen. Und am Ende können wir sagen, ist das ein Proof of Work? Wir haben eine lange Liste, die ist sehr, sehr schwer zu finden. Das heißt, wenn wir uns das angucken können, können wir sagen, naja, dann ist es ja ein guter Proof of Work. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich gern bei mir melden, jederzeit. Dankeschön. Als nächstes, wie wird man E-Bürger von Estland. Hallo zusammen, ich bin Markus. Ich arbeite normalerweise für Great Lightning und ich möchte jetzt über meine Erfahrungen sprechen, wie ich E-Bürger geworden bin. Wer war denn schon mal in Estland? Naja, vielleicht so 10 Leute. Und wer ist schon E-Bürger? Niemand. Super. Estland ist eines der baltischen Länder in Nordeuropa. Es hat nur 1,3 Millionen Einwohner. Es ist also vielleicht gerade mal so groß wie die Niederlande. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum man überhaupt E-Bürger werden möchte und was das eigentlich bedeutet, ein E-Bürger zu sein und wie man sich dafür anmeldet. Eine Frage wäre zum Beispiel, möchte man aus Neuland raus, denn Estland ist sehr viel weiter, was digitale Technologien angeht und man kann auch an einer sehr fortschrittlichen Online-Community teilhaben. Man muss das nicht machen, aber man hat das Recht dazu. Estland hat seit 2002 digitale Ausweise. Andere Länder waren da sehr viel später dran. Die Esten können auch seit 2007 online wählen gehen. Und seit 2014 gibt es eben auch die E-Bürgerschaft.
Man kann also von Estland auch online eine EU-Firma betreiben, also eine in der EU registrierte Firma. Das ist also ein Vorteil. Ein paar Zahlen und Fakten. Wir haben bis jetzt etwa 60.000 E-Bürger in 5 Jahren. Die haben etwa 10.000 Firmen bereits gegründet. Und das bringt Estland ein Einkommen von 32 Millionen Euro. Wie wird man also E-Bürger? Man muss sich dafür online bewerben. Dazu braucht man seine nationale ID, seine Adresse und die Motivation. Das ist also schon mal ziemlich einfach. Als zweiten Schritt muss man 100 Euro zahlen und das muss auch innerhalb der nächsten 2 Tage passieren, sonst muss man wieder ein Jahr warten. Und dann kann man sogar eine Reise nach Estland gewinnen. Der dritte Schritt heißt, ist, sich in der Botschaft zu registrieren. Für mich ist das die Botschaft in Berlin. Man geht da also hin und zeigt seinen Ausweis, hinterlässt seine Fingerabdrücke und bekommt seinen Ausweis mit seiner digitalen ID. Mit dieser ID, da gibt es auch einen Cardreader dazu. Und man kann sich diese Kartenleser-Software installieren, die funktioniert sogar in jedem Betriebssystem. Ich sage ja, die sind fortschrittlich. Und man steckt die Karte in seinen Computer rein. Dann kann man sich authentifizieren mit einer PIN. Die ist 4-stellig und zur Unterzeichnung von Dokumenten braucht man noch die 5-stellige zweite PIN. Damit kann man dann zum Beispiel offizielle Dokumente unterschreiben, wie zum Beispiel eine Domain-Registrierung oder eine Firmengründung auf estnischem Staatsgebiet. Wenn ich jetzt jemanden überzeugt habe, oh ja, 1, 2 Leute, 3, das ist ja schon mal ziemlich cool. Ich habe meine Mission erfüllt. Und der Rest, der wohl kein estonischer E-Bürger werden will, kann ja trotzdem mal vorbeigucken. Es ist ein cooles Land, man kann viel lernen. Und hier sind nochmal die wichtigsten Wörter. Tere, Aite, Negemist und Tevrisex. Falls es Fragen gibt, dann fragt mich gerne über Twitter, E-Mail, LinkedIn, wie immer ihr willst. Wie immer ihr wollt, oder sprecht mich einfach auf der Konferenz an. Dankeschön. Als nächstes kommt das Infrastrukturdorf. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt tolle Erfahrungen gemacht bisher bei dem Kongress. Ich möchte euch ein Briefing geben für eine Idee, die man als nächstes Jahr machen kann, wie man ein Infrastrukturdorf machen kann. Und dann schauen wir mal, ob ihr interessiert seid, mir dabei zu helfen. Also fange ich mal an. Vor 50 Jahren brauchte man zum Telefonieren nur ein paar Knöpfe, um in Telefonsysteme hereinzukommen. Und dann gingen die Jahre weiter und heutzutage braucht man die Computer, die man heutzutage braucht. Brauchte man ein paar Stunden an einem Computer. Und dann hatten wir Computer zu Hause und heutzutage haben wir CPUs mit 64 Kernen. Aber eigentlich ist es doch so, dass wir eine Tonne Elektronik jeden Tag benutzen. Zum Beispiel haben Grafikkarten ein paar tausend Kerne, Router haben einige ASIC und sehr schnelle CPUs. Und deswegen hatte ich die Idee, diese Assembly zu machen zum Thema
was kann man technisch stacken? Wenn es Raspberry Pis, Bananen, warum nicht FPGAs oder eben ganz alte x86-64-Systeme. Also im Sinne des CCC-Spirits, alle Architekturen sind schön, egal wie. Man kann eine Menge verrückte Sachen machen, egal wie. Also was sind die Use Cases für diese Geräte? Wer kann sich dafür sehen? Self-Hosting ist ein klares Beispiel, wo man nicht unbedingt Clustering als solches braucht, wo man einfach verschiedene Aufgaben an verschiedene Systeme delegieren kann. Und NSA-Proofing kann eine sehr inspirierende Sache sein und eine schöne Formel über dieses Thema machen. Und natürlich rotes Teaming und blaues Teaming können ein guter Hintergrund sein. Man kann ein paar Systeme für OSINT nutzen, ein paar für Schwachstellensuche, ein paar für Clouds, ein paar für Rainbow Tables, ein paar für Clouds, ein paar Rainbow Tables in der Mitte, Angriffsentdeckung und so weiter. Ist es etwas, was euch interessieren würde, also dann meldet euch bei mir. Ich werde diese Webseite infrastructurevillage.com haben. Sehr bald findet ihr mich auch auf IRC Hackint mit dem Short des APKs und das ist meine Kongressnummer für ein paar weitere Stunden. Vielen lieben Dank. Next up is how to run a bad awareness campaign. Als nächstes, wie hält man eine schlechte Awareness-Kampagne? Hallo, mein Name ist Christian Kloos. Hi, my name is Christian Kloos, and I would like to talk to you about how to run a bad awareness campaign. Well, first, what is awareness? Many of you might know it, and for this, it's what security people do. So it is about employees knowing how to conduct and how to protect information. So it's not only important to have technical security measures, but also to teach people how to do them. So what we don't want to do in this talk is to turn it around and show how to do this really badly. So the goal would be make your employees as unhappy as possible and make them hate IT and make them learn as less as possible. So how do we do that? We have several tips on how to do this. First is a phishing campaign. Well, let's start with the mindset employees are a risk. You can have employees. So the best would be to just fire people if they're bad. So let's not announce this. Let's jump on people and do this so that they have no idea what will happen. This will make us more successful and they will hate us. Yay. So then we do mass phishings. So we send the same email to all people at the same time so that they can coordinate. Well, that doesn't make us successful because employees will talk to each other instead of falling into the trap. So it will be harder for us to find bad employees, but still they have received no warning, so nothing will happen. Then, of course, we can use our admin power. So we can use the internal mail service or perfectly constructed phishing campaigns where people have no chance to detect them so that they think that IT is up against them and they will hate IT and so that they don't learn how to behave in case of real attack. We can become personal. So when we send emails to colleagues, we can gossip about them or
fragen, hey, du ziehst aus, was ist da los? Ist bei dir start rumors about them by indicating that they want to sell their furniture, indicating that they want to move. So we will not tell people what not to do, so that they don't know how to behave correctly and how to behave in case of an attack. So in this case, we have also reached our goal. Nobody will have learned anything. So theoretically, you should be able to deduct how to run a good campaign. And if you really want to teach people something, approach them, view them as a team, collaborate in order to make your company more secure, announce it. This will not make your statistics bad, but if they conduct wrongly, be aware that your employees want to cooperate with you and they want to make your company more secure. Don't do mass phishing, do spear phishing. Don't send the same email to everyone, because that is not effective. Find individual time slots. This will make the chance higher to have every employee tested individually. Then you should be like an attacker, think like an attacker, because an attacker is only able to infiltrate the system from outside. So infiltrating the system from inside will not benefit you. So keep it general. Don't do personal stuff like pretending employees want to sell furniture, because that will annoy them or will personally attack them, and they will feel betrayed and they will hate you. And also teach people how to conduct properly by telling them what where they have behaved incorrectly. And you can also talk to experts about this. If you have questions or if you want to contact me, these are my contact details. This is my Twitter handle and my email. Thank you very much for listening. So next up is the work quantum. Als nächstes kommt, ich verstehe es nicht ganz, die Arbeit Quantum. Are you here? Are you in the room? Ist die Person hier im Raum? Who wants to give this talk? Wer möchte, wer möchte diesen Talk halten? Okay, wir machen jetzt erstmal mit dem nächsten Talk weiter. Wir haben, denke ich, Leute von der Warteliste. Wir werden sehen. Ah, und das ist jetzt tatsächlich der letzte Talk oder letzte Vortrag vor der Pause. Hat jemand einen Fahrplan? Okay, wo sind die Leute von der Warteliste? Ist irgendjemand hier? Oh. Nobody showed up. Okay. Niemand ist hergekommen. Na gut. Das ist ein bisschen traurig, weil wir jetzt so viel Zeit haben. Nee, er ist schon gegangen. Okay, dann haben wir jetzt bis 12.30 Uhr Pause. Ja, ich habe leider auch die Folien nicht. Also welche Folien bräuchtet ihr? Ja, er war gestern hier, aber ja. Ja, it's a lot. Es ist sehr viel. Ich habe den Leuten auf der Warteliste gesagt, sie sollen 15 Minuten vor der Pause da sein und das, naja, ja, vielleicht warten wir noch ein bisschen, benutzen die Jeopardy-Melodie. Einfach. You're the first one after the break. Der erste nach der Pause? Okay. Na gut. Also, wir können den Vortrag einfach jetzt schon machen. Gut.
Vielen Dank. Also, dann kommt jetzt der erste Vortrag nach der Pause. Die Pause brauchen wir leider, um das gleichzuziehen mit den anderen Talks in den anderen Hallen. Also, los geht's. Hallo, ich bin Julie Lotzko und ich bin eine Künstlerin und Forscherin und ich konzentriere mich auf die Subversierung und auf das Hacken der Kunstszene. Und ich habe jetzt hier etwas geschrieben über ja, das ist jetzt eine Vorschau auf mein Buch, das ich geschrieben habe. Und das ist sehr, sehr schwierig, die Zusammenfassung jetzt wirklich in so eine kurze Zeit zu bringen. Also bitte findet mich nachher. Ich bin hauptsächlich im Comuna-Bereich. Ansonsten holt mich einfach aus dem Billebad. Um die Verbindung zwischen dem historischen, der historischen Avantgarde-Szene, die die ganzen Ism-Bewegungen von nach dem Ersten Weltkrieg umfasst, also Dadaism, Truism und so weiter, da wollte ich andere Definitionen von Hacking benutzen. Und so funktionieren die Folien. Also ich muss wahrscheinlich Hacking für euch jetzt nicht definieren. In meiner Forschung habe ich die Definition von Tim Jordan benutzt, wo Hacking einfach neue Materialrealitäten erzeugt und neue Wege liefert, mit Technologie zu interagieren. Und das, ich muss jetzt auch nicht erklären, was ein Zero Day oder ein Social Engineering ist. Also geht es einfach weiter. Ich habe dann angefangen, die Ähnlichkeiten zur Avantgarde-Bewegung und der Hackerkultur zu untersuchen, insbesondere Hacktivism. Und in der Avantgarde habe ich mich hauptsächlich mit Dadaism beschäftigt oder Dadaismus. Und von Anfang an habe ich gesehen, dass es da sehr viele Ähnlichkeiten gibt, also Grenzüberschreitungen, Praktiken, um Manifeste zu schreiben, die dann versuchen, ein zukünftiges Utopia anzustreben, in dem sich die Gesellschaft, also ein Ziel, um die gesellschaftlichen Faktoren neu zusammenzustellen. Da ist Bedarf, einen gemeinsamen Kanon aufzustellen, um die Paradigmen richtig zu verstehen und mit ihnen interagieren zu können in einer revolutionsartigen Art. Und was dann hier bei den Ähnlichkeiten war, ist, dass ich mir Traditionen der Interpretation sowohl der Kunst als auch der Hacking-Aktionen angeschaut habe und das wollte ich dann interagieren oder kombinieren. Und auf der nächsten Folie sehen wir ein paar Avantgarde-Kunstwerke, die dann mit dem Hacking eingeordnet wurden. Und hier so ein Zero Day hat einfach sehr große Innovation und Kreativität. Und alles danach ist eben eine Zero plus One Day. Das hat dann schon weniger Kreativität, weil es eben schon mal gemacht wurde. Und weniger Kreativität und weniger Wertschätzung durch die Community. Social Engineering ist jetzt auch in der Avantgarde oder gerade bei Performances sehr wichtig. Hier sind Bilder von den 1919er Performance in Zürich. Da wurde die letzte Lockerung gelesen, wo das Chaos erkundet wurde, was die Dadaisten freudigerweise erreicht haben. Und dann gibt es natürlich Script-Kiddies, die hauptsächlich rekombinieren und mit kommerziellem Ziel Kunstwerke rekombinieren. Und hier sieht man von Tim Jordan auch die Basis des Hackings. Hier sind die meisten etablierten und etablierten Kunstwerke sind jetzt zielen mehr darauf ab, die Gesellschaft zu verändern, aber jetzt so ein T-Shirt, das man kaufen kann, das ist mehr für persönlichen Gewinn.
Und was ich jetzt versucht habe zu untersuchen, ist, wie sich Hackerkultur im Kontext der schon verfügbaren Interpretation der Avantgarde-Kunstwerke bewegt. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch, das Avantgarde zu Prozessen gleichstellt oder vergleicht und Kunstwerke aus der klassischen Objektdefinition, also ein Objekt wie diese Katze hier, herausnimmt und sich mehr den Prozess anschaut. Und im Rahmen dieser Analyse hat er gezeigt, dass die Avantgarde-Kunst die Kunst mehr zu dekonstruieren versucht. Und um das verstehen zu können, müssen wir uns den Prozess anschauen, wie es hergestellt wird. Und hier führt das, hier ist die Abstraktion wichtig des Kunstwerkes, um Repräsentationen herauszufiltern und die Aktion wie im Aktivismus, die sich an die Gesellschaft richtet und die Kunst, um deren Zweck es ist, Neuartigkeit zu erschaffen. Und hier finden wir jetzt einige Charakteristiken, die daraus aus dieser Analyse herauskommen. Ephemerös heißt, oder Vergänglichkeit heißt einfach, dass diese Kunstwerke meistens nur für kurze Zeit existieren und dann vergehen, was auch ein Weg sein kann, den Kunstmarkt zu hacken ist oder sein kann. Und sehr viele Hacks sind auch nur sehr kurzlebig, aber das macht die das erreicht den nicht weniger Wert. Dann kombinatorisch, also da spielt jetzt hauptsächlich Open-Source-Software rein und GitHub. So, wir müssen das jetzt leider unterbrechen, wir brauchen diese Pause. Gibt es noch eine Kontaktfolie? Als letzten Satz würde ich gerne sagen, dass es noch eine Parallele gibt, und zwar, dass weder Avantgarde noch Hacktivism oder die Hackerkultur wirklich die Institutionen zerstört haben, die sie eigentlich angegriffen haben oder die sie revolutionieren wollten, aber die Interventionen, die sie geschaffen haben, haben diese Institutionen für immer verändert. Blockchain, Ethereum, cringe but cool. Blockchain, Ethereum, zusammenzucken, aber cool. Also ich habe mein Talk gesubtitelt mit den Worten oft, aber nicht nur ein Gefährt, um Betrug durchzuführen. Also wenn Leute über Blockchain sagen, würde ich sagen, dann zucke ich auch mal irgendwie zusammen, wenn ich das Wort sage. Dann reden Leute immer über ein System, was drei Dinge macht. Ein System, wo alles unterschrieben ist, signiert. Also kann man potenziell wissen, wo Dinge herkommen. Wo wir eine gemeinsame Logik haben, zum Beispiel Smart Contracts. Obwohl es eigentlich dumme Skripte sind. Aber jetzt kann man wenigstens sagen, dass A und B passiert und immer C rauskommt. Und dass man eine ziemlich zuverlässige zeitliche Abfolge von Ereignissen hat. Das ist sehr wichtig, zum Beispiel bei Verkaufsszenarien. Das letzte Stück ist das einzige, was eigentlich eine Blockchain benutzt. Und wenn das Angriffsmodell anders ist, dann kann man einfach nur ein kryptografisches Lock benutzen. Da gab es auch schon einen Talk. Wenn wir das im Detail ansehen, dann machen wir den Signierpart mit Bitcoin-Wallets, manche mit Hardware, die meisten einfach über Mobiltelefone. Die gemeinsame Interpretation geschieht durch irgendein deterministisches Programm. Deterministisch, das ist der wichtige Teil, dass immer das gleiche Ergebnis rauskommt, sonst geht das nicht gut und bricht zusammen. Und der letzte Teil ist ein robuster Konsensmechanismus. Meistens reden die Leute da über den Nakamoto-Konsens und das
verschwendet viel Energie, aber es ist nicht der einzige Weg, das zu tun. Wenn man das zusammenfasst, der echte Zweck von Blockchains ist eigentlich, einen sehr, sehr langsamen, aber ehrlichen Computer hat und dass jeder das Ergebnis dieser Berechnung als fair ansieht. Das ist aber nicht alles, was man braucht. Generell haben Blockchain-Projekte in der Ethereum-Welt, das ist meine präferierte Plattform, wie ihr sehen kannst, da nennen wir etwas die heilige Dreifaltigkeit. Eine Art von Message-Mechanismus, verteilter Speicher und schließlich die Blockchain als Konsensprotokoll. Und wie gesagt, ein sehr langsamer, zuverlässiger Computer, aber ein Computer, den man 15 Sekunden für eine Antwort braucht, will man eigentlich nicht benutzen müssen. Das mit der heiligen Dreifaltigkeit, das ist so ein bisschen so ein Ethereum-Ding. Man muss aber zugeben, dass das System Ethereum sehr, sehr erfolgreich ist. Systeme wie dieses sind großartig für den Finanzsektor. Kryptowährungen, Ausleihen, Kredite, bestimmte Investitionen, Geldanlagen, dezentralisierte Namenssysteme, Trust Games und natürlich Betrugsschemata, Pyramidenschemas oder auch soziale Koordination. Hier gibt es ein paar interessante Projekte zu sehen. Uniswap, da kann man Sachen tauschen. Man kann Sachen rausfinden, die verschiedene Leute über einen gesagt haben. Und dann gibt es Ethereum, die was mit Coding machen und gesetzlichen Verträgen, wo die Parteien einander nicht vertrauen. Es gibt auch sehr viele Betrugssachen, obwohl ich sagen möchte, dass manche Leute erkennen vielleicht den BitConnect-Typen links. Er ist irgendwie verurteilt worden, darum komme ich vielleicht damit davon, dass ich hier Urheberrecht verletze. Solltet ihr googeln. Und es ist wirklich lustig. Und man kommt ins Grübeln. Und zusammenzufassen, wenn ihr das nächste Mal Facebook ersetzen wollt, dann denkt an uns. Die meisten Coin-Offering-Betrugsszenarien haben nichts mit unseren Münzen zu tun und es gibt einen großartigen Konferenz in Wien. There you go. Okay, los geht's. Jetzt geht's um das Thema, die eigenen Medizindaten zu besitzen. Ich bin Reza. Ihr könnt mich auf GitHub finden als Fishman. Ich habe jetzt hier die Tage auch ein paar interessanten Vorträge gehört, zu dem Thema auch. Ich habe ein paar Jahre im Gesundheitssystem in Deutschland und in UK verbracht und ich habe jetzt vor kurzem ein Erdbeben-Detektionssystem gebaut und jetzt, worum soll es heute gehen? Wie können wir es schaffen, dass wir die Daten wirklich besitzen, nur wenn wir die Infrastruktur auch selber aufbauen? Brauchen wir eigentlich einen zentralen Ort, wo Medizindaten gespeichert werden? Damit können wir sehr viele Sachen verbessern. Also wie schnell die Forschung funktioniert, wie die ärztliche Versorgung funktioniert, sehr, sehr viele Dinge. Jetzt gerade ist das Zugriffsmodell, dass zumindest in Deutschland, dass man zum Arzt geht und der bekommt vollen Zugriff auf alles. Und das kann man auch nicht wirklich zurücknehmen. Und man kann sich auch nicht erinnern, wem man den Zugang gegeben hat. Und die guten Ideen in der elektronischen Gesundheitsakte oder Patientenakte sind, dass man mobilen Zugriff hat und auch der Zugriff auslaufen kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Die schlechten Teile sind, dass es sehr symmetrische Verschlüsselung ist. Das heißt, es ist überall der gleiche Schlüssel. Und das Problem ist jetzt,
Wenn es ein Leck gibt, dann sind alle Daten weg. Und da gibt es auch nicht viel, was man tun kann. Was können wir jetzt daran, da tun? Wir speichern unsere eigenen Daten, wir bauen ein föderales System und eine Zugangsschnittstelle, die Zugriff auf die Daten gibt. Und die Schlüssel, die werden nicht auf dem mobilen Gerät gespeichert oder wo auch immer. Und das sind jetzt nur ein paar Ideen. Ich bin auch sehr offen für Vorschläge, wenn jetzt jemand gute Ideen hat. Wir wollen mehr Leute dabei haben. Und sehr viele der Angriffe, die jetzt bei der elektronischen Gesundheitsakte kommen, sind wahrscheinlich nicht real. Wir wissen, dass der Moment, in dem die, also die sehr viele Sicherheitsversprechen, die gegeben werden, sind einfach nicht wahr. Wir wissen alle, dass wenn die Daten einmal auf dem Endgerät sind, dass sie dann weg sind, außer man kontrolliert die gesamte Kette, und das ist einfach unrealistisch, weil das, ja, also das würde ich jetzt aus dem Gefährdungsmodell rauslassen, aber zumindest, wenn die Daten verloren gehen, dann ist nicht alles weg, wenn wir nicht alles auf dem Gerät speichern. Und wir müssen uns jetzt saubere kryptografische Lösungen ausdenken. Wir müssen uns den Point of Storage wirklich überlegen, wo werden Dinge gespeichert. Und wir können nicht erwarten, dass die Regierung das wirklich benutzen möchte und benutzen wird. Aber wir können erwarten, dass dritte Unbeteiligte oder Ärzte und dergleichen unsere Schnittstelle benutzen, wenn sie wirklich besser ist als das, was die Regierung liefert. Und ich habe jetzt einen GitHub-Account, auf dem wirklich nichts drauf ist, weil ich ein bisschen geschlafen habe und ansonsten geengelt. Und das fülle ich vielleicht noch in den nächsten Wochen. Aber ja, ihr könnt gerne helfen. Vielen Dank. Ich glaube, einer der Sprecher, der vorher nicht da war, ist gerade aufgetaucht. Da ist er. Okay. Es tut mir sehr leid. Es ist perfekt, weil ihr hier bei diesen Statements auch gerne widersprechen dürft. Also ein bisschen Publikumsbeteiligung kommt jetzt. Jetzt reden wir also über die ersten drei Statements. Werte sind nicht der Preis, Werte sind nicht Gewalt, Werte sind nicht Gier. Also wie definieren wir das? Ich würde euch einladen, eure Hände nach oben, Handflächen nach oben zu halten und sie irgendwo hinzupacken, wo ihr sie wiederfindet, also etwa euren Schoß. Und diese Seite, also die rechte Seite von der Bühne aus, wenn ihr eure Hände Handfläche nach oben auf eure Beine legt, ja, ihr werdet die später mal umdrehen. Jetzt nehmen wir, Werte sind nicht Preis, also Werte sind nicht käuflich. Jetzt möchte ich euch bitten, wenn ihr denkt, dass das ein Wert ist, dann dreht eure rechte Hand, okay? Und die andere Seite, packt bitte auch eure Hände, Handflächen nach oben auf euren Schoß. Und wenn ihr denkt, dass es kein Wert ist, dann dreht eure linke Hand. Und hier in der Mitte das Gleiche, packt eure Hände auf den Schoß. Und wenn ihr nicht sicher seid, macht nichts. Und wenn ihr denkt, dass es beides ist, hebt beide Hände. Und jetzt steht bitte jeder, jetzt hebt bitte jeder die Hände hoch. Und was habt ihr? Wir haben viel Verwirrung und zwei Hände, da sollten keine zwei Hände sein. Okay, hier ist das Problem. Jeder will seine eigene Meinung sagen. Und ich denke nicht, dass das so ist, sagen oder was auch immer. Aber der Punkt ist, dass einige Leute denken, dass das ein Wert ist. Einige Leute werden denken, dass es kein Wert ist. Und die echte Frage ist nicht, kann ich meine eigenen Werte repräsentieren oder können wir Leute zusammenbringen, um darüber zu reden? Und das ist die Frage. Um,
Also, der Beweis für menschliche Zusammenarbeit. Wann immer Menschen zusammenkommen, haben sie eine Möglichkeit, etwas zu geben, was Kompliment heißt. Das kommt von dem lateinischen... Wo war's? Mit... ich hatte es irgendwo hier. Aber im Grunde heißt es, dass man jemand etwas gibt, was einem selbst wichtig ist. Man würde jetzt niemandem sagen, dass er nett ist, wenn er das nicht als wichtig empfindet. Und wir versuchen also, unsere Werte darzustellen. Und ich habe auch selber Probleme damit. Ich bin selber noch dabei, meine Werte zu entdecken und erkunden. Der einzige Unterschied ist, dass, wenn wir darüber reden, dass wir aus einer Kultur kommen, in der es einfach ist, einen Wert zu haben, und zwar den Preis. Es ist sehr einfach, was ist mehr wert, wenn man einfach den Preis kennt. Es ist sehr einfach, wenn jetzt jemand ein Faschist ist, dann kann man sehr einfach sagen, was sind seine Hauptwerte. Und dann sind hier eben einfach die Werte, die einem wichtig sind, ohne sie im Kontext zu anderen setzen zu können. Und das ist jetzt ein Weg, wie man sehen kann, wie gut andere, welchen anderen Wert andere Werte haben können. Und wenn ich jetzt von Arbeitsquanten und Heilungsquanten rede, dann heißt das, dass alles, was ich denke, das hier wichtig ist, im Kontext von Heilung kommt. Und wichtig ist jetzt, dass etwas mehr bringt und mehr Heilung bringt, als es an Ressourcen verbraucht, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und eine Föderation in diesem System sind zwei Objekte, die einfach Werte teilen. Das können jetzt Menschen sein, das können Institutionen sein. Wenn ihr zwei Werte gemein habt, dann seid ihr föderiert. Das hier haben wir noch keine Worte, aber das beschreibt menschliche Werte in einem Kontext. Das sind Konsensusringe und sie bilden einfach eine Reihe von Werten ab und die roten Linien sind Werte, die sie gemein haben. Das ist im Endeffekt, weil wir in einer Situation leben, in der Macht besessen wird und nicht geteilt wird. Und dadurch leben Menschen einfach in ihrer eigenen Situation oder in ihrer eigenen Struktur. Und es wird nicht wirklich viel Austausch gemacht, was als nächstes gelten könnte. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist abgelaufen. Und wir gehen zum nächsten Talk über. Also, als nächstes kommt DNS-Query-Filterung und damit sind wir wieder im Plan, wie im Schedule drin steht, im Fahrplan. Hallo, ich werde über DNS-Query-Filtering reden, wie man Performance erhöht und vielleicht zufällig auch Nutzer wegblockt. Wir hatten das Problem, dass wir einen autoritativen Nameserver haben. Das sind zwei Nameserver eigentlich. Einer ist rekursiv und es gibt eine Solution, die wir selber geschrieben haben, aber die braucht ein Gegenstück. Weil wir einen Recursing DNS-Server benutzen, heißt es, wir geben alles zurück auf einen Request und das ist ein. Das kann man ausnutzen für eine UDP-Amplification-Attacke. Wir hatten keine Zeit, das irgendwie richtig schön zu fixen. Wir haben eine Message bekommen von einem Cloud-Provider, dass wir das jetzt schnell fixen sollen, sonst werden wir geblockt und das mit dem Blocken, das mögen wir eigentlich nicht. Mögliche Lösungen sind A, das wirklich richtig zu fixen, das dauert aber sehr lange. Entwicklungszeit, sehr viel davon. Oder wir könnten auch einen anderen Recursing DNS-Server verwenden, der uns erlaubt zu filtern, was wir zurückgeben, zum Beispiel nur unser Zeug. Wir können IP-Tables verwenden und Rate Limiting, dann geben wir weniger Müll zurück, aber immer noch Müll. Wir könnten Filter erstellen. Da müssen wir wieder Entwicklungsaufwand reinstecken. Das wäre schön zu haben, aber wir haben wirklich die Zeit nicht. Also nehmen wir IP-Tables. Wir nehmen dann String-Matching, Hex-String-Matching, um präzise zu sein.
Das klingt aber, als wäre es sehr teuer im Kernel Space. Da machen wir einen Performance-Test. Hex-String-Filtering sieht so aus. Wenn man Events filtern will, zum Beispiel UDP, Port 53 und so ähnlich bei TCP. Das ist aber Blocklisting, kein Whitelisting. Wir haben Hexstring ausprobiert und das hat wenig Overhead. Das Original-Setup konnte 60.000 Queries pro Sekunde ausliefern von einem Knoten und unter 5.000 Queries per Second rekursiv. Mit Hexstring konnten wir 240.000 Queries per Second absetzen und nur ein CPU benutzen. Das ist wenig Overhead und sehr gut. Wir konnten auch noch unsere 60.000 Queries per Second aus unserer Zone ausliefern. Das Problem ist aber, dass wir nur den TCP, dass wir allen TCP-Traffic nur filtern, was nur 0,1% des Traffics sind. Und wir schmeißen 0x20 Queries weg, die wir eigentlich wollten. Die Streams können fragmentiert sein und man kann paketweise matchen und wir können keine Strings matchen dadurch. Jede Bedienungsanleitung sagt dir, dass du es so machen sollst, aber das funktioniert dann nur wegen der Blockliste, nicht weil sie keine Whiteliste und naja. 0x20 ist ein Security-Feature. Wenn man Random Bits als Lowercase, Uppercase encoded, kann man relativ sicher sein, dass man eine valide Antwort bekommt. Aus Events CCC wird dann diese Mischung hier mit großen und kleinen Buchstaben. Wir mögen Memes, aber nicht bei DNS-Queries. Das ist aber ein leichtes Problem. Wir können es einfach dadurch lösen, dass wir Case insensitiv matchen. Und dann ist es kein Problem mehr. Um zusammenzufassen, es war Spaß, damit mal auszuprobieren. Und wir haben aber 2-3% unserer User geblockt. Das war nicht so gut. Wir werden gründlicher testen mit strikteren IP-Table-Rules, indem wir sie vor die existierenden IP-Tables packen und mal ein bisschen mitloggen. Danke für eure Aufmerksamkeit und dicke Props an Max, meinen Kollegen, und an Vista vom NOC, der mir geholfen hat, das vorzubereiten. Dankeschön. Als nächstes kommt Treiber schreiben in High-Level oder hohem Level Sprachen. Hi, ich bin Paul und ich rede über Treiber in High-Level-Sprachen nochmal. Das ist ein Talk, den ich schon ein paar Mal gegeben habe und sehr viele Leute haben beigetragen. Und ich habe auch sehr viele Folien gebracht. Ich werde also einiges überspringen. Das gute Nachricht ist, dass es auf media.ccc.de eine lange Version des Vortrags gibt. Also Treiber, Betriebssysteme werden meistens in C geschrieben, weil C einfach eine großartige Sprache ist. Es ist schön, Low-Level. Man kann mit Pointern und Speicher rumspielen, kann seltsames Zeug machen. Jeder kann es lesen und schreiben. Und wenn man wirklich versucht, dann kann man sogar sicheren und secure-sicheren Code schreiben. Viele denken, sie können es, auch wenn sie es nicht können, aber naja. Und jetzt, das kann natürlich auch Sicherheitslücken aufreißen. Es gibt sehr viele Sicherheitsprobleme hier in solchen Kernels. Und natürlich kann da nicht alles auf C geschoben werden, aber einige schon. Es gibt zum Beispiel Studien von 2017, dass 61% der Probleme im Linux-Kernel hätten verhindert werden können, während es eine Sprache gewesen wäre, die einfach hier Missing Bound Checks und so weiter automatisiert einfügt. Und diese Daten aus dieser Studie, die ich auch verlinkt habe, habe ich rausgenommen und mir genau angeschaut. Und 39 von 40 Bugs, die verhindert hätten werden können, sind Treiber. Und dann haben wir sie nach Hersteller sortiert und 13 davon sind Qualcomm-Treiber. Was wirklich überraschend war, weil ich dachte, sie hätten bessere Qualität. Aber ja,
kann man das jetzt in einer besseren Sprache schreiben? Also kann man diese Treiber in besseren Sprachen schreiben? Ja, es ist ein bisschen kompliziert, um einen Haskell-Treiber in Linux einzubringen. Und im Kernel irgendwas anderes als C zum Laufen zu bringen, ist auch schwierig. Aber für viele Geräte braucht man eigentlich gar keinen Kernel-Treiber. Man kann es auch im User-Space benutzen. Die Frage ist dann natürlich, sind alle Sprachen eine gleich gute Wahl? Was sind so die Trade-offs? Was ist jetzt, wenn ich keinen ordentlichen Git-Compiler habe oder einen Garbage-Collection? Ist das eine gute Idee? Wir haben uns vor allem Netzwerktreiber angeschaut, weil wir uns da besonders auskennen. Und User-Space-Netzwerktreiber sind auch schon sehr verbreitet im High-Performance-Umfeld. Und was ich jetzt vor 2 Jahren gemacht habe, ist es, ein User-Space-Netzwerktreiber zu schreiben. Es gab auch einen Talk dazu vor 2 Jahren. Das war ein sehr einfacher Treiber, schnell und einfach zu verstehen, weil der einfach nur um 1000 Zeilen Code etwas Einfaches macht. Das war noch in C. Und dann war das Ziel, das in einer besseren Sprache zu schreiben. Natürlich wollte ich es in allen Sprachen schreiben, aber das ist sehr viel Arbeit und ich spreche nicht alle diese Sprachen oder ich kann nicht alle diese Sprachen. Aber es gibt natürlich das Schöne in der Universität. Ich kann einfach einen Haufen Studenten mir krallen und denen befehlen, diese Treiber zu schreiben in ihrer Lieblingssprache. Dann hatten wir am Ende 9 Treiber-Implementierungen in diesen Sprachen. C, Rust, Go, C-Sharp, Swift, Haskell, OCaml, Python. Und diese Tabelle ist nicht ganz aktuell. Wir haben jetzt auch einen Treiber in Java. Und dann haben wir diese Tabelle angelegt und verschiedene Checklists durchgeführt. Also wie sicher sind die Bounds, wie gut ist die Speicherverwaltung. Und ich werde das jetzt ein bisschen überspringen, weil ich natürlich nicht viel Zeit habe. Und dann die Implementierungsgröße. Hier denkt man vielleicht, C ist sehr schön, weil es sehr, sehr klein ist, mit viel Pointer-Magic. Aber andere Sprachen können auch sehr kleine Programme schreiben. Also in den kleinen Programmierzeilen ist C immer noch das kleinste. Aber wenn man die Größe im Bytes misst, dann können andere Sprachen sogar noch kleiner sein. Weil einige Sprachen einfach sehr viele kurze Zeilen mögen, wie zum Beispiel Haskell. Nächste Frage, ist es schnell? Ist es eine gute Idee? Naja, C ist immer noch die schnellste Sprache für diese Art Job. Aber Rust kommt da schon sehr nahe. Und außerdem sehr überraschend für solche Low-Level-Treiber, das ist ein sehr einfacher Benchmark, wo wir einfach nur Pakete akzeptieren. Auf einem Dual-Port-Ting Gigabyte-Link. Und das ist jetzt einfach nur bidirektionaler Weiterleiter. Das ist der einfachste Fall. Und Go, C-Sharp und so weiter. Rust ist natürlich schnell. Performance sind immer mehrere Dinge. Wie jetzt ist hier die Latenz? Aber das ist jetzt sehr, sehr schwer zu erklären. Im Grunde Garbage Collection, also Speicheraufräumung, automatische, kann die Latenz ziemlich runterbrechen. Und Sprachen wie JIT Compilers und Garbage Collectors haben einfach eine große Latenz-Penalty oder Strafe. Und hier Java zum Beispiel kann sehr schnell sein, wenn wir die neue Garbage Collector benutzen. Und für die meisten Applikationen kommen wir hier auf akzeptable Werte. Und hier gibt es auch ein GitHub mit Links zu diesen Folien, zu alten Versionen des Talks und schreibt all den Code. Vielen Dank. Als nächstes kommt To the Rebel. Okay. Hallo Leute. Alle willkommen. Danke, dass ihr hier seid. Ihr seht jetzt dieses Logo und ich schlage vor, dass wir einfach mit dem Spiel anfangen, weil das Logo in den letzten Tagen ziemlich transformiert wurde und mein Cousin hat mir dabei geholfen, weil es To the Rebel ist mit Extinction Rebellion verknüpft, aber es ist nicht die Extinction Rebellion Tour auf dem Fahrrad. Lasst uns ein Spiel spielen, denn ich glaube, also ich wusste nicht, in welchem Raum ich sein würde, also wusste ich nicht, dass ich hier in so einem Raum mit so einem großen Publikum sein würde. Ich dachte, das wäre so ein winziges Kabuff, aber ich bin hier mit meiner PowerPoint-Präsentation Anti-Technologie.
aber von diesen Flyern hängen auch viele hier rum und es gibt einen QR-Code, den ihr scannen könnt und damit viel mehr Informationen finden und auch vielleicht sind einige von euch enthusiastisch über das Projekt nach unseren 5 Minuten hier und ich mache demnächst eine Online-Introduction. Was ist denn Tour de Rebelle jetzt eigentlich? Das erkläre ich jetzt. Wenn das hier jemand sehen kann, in der Kamera vielleicht mal reinzoomen auf den QR-Code, wenn es möglich ist. Tour de Rebelle. Das größte sich bewegende Climate Camp der Welt auf Fahrrädern. Also wenn ihr jetzt einen rosa Elefanten seht, dann sich bewegendes Klimacamp. Ich versuche mal diese Vision zu erklären von den Leuten, die ich in den letzten 2 Monaten während meiner Fahrradtour getroffen habe. Nicht um die Welt, aber na gut, ich bin nur bis zu Niederlanden und Deutschland gekommen, aber ich habe wenigstens angefangen und Tour de Rebelle, was ich euch jetzt präsentierte, war jetzt nicht meine Idee, sondern eine Sammlung von Ideen von vielen Leuten, die ich in den letzten 2 Monaten getroffen habe. Es hat angefangen damit, dass ich eine Idee hatte, ich wollte langsam reisen, nachhaltig reisen. Ich wollte das Ganze irgendwie schöner machen, weil es so ein Erlebnis ist, Rad zu fahren, zum Beispiel die Strecke zwischen Hamburg und Bremen. Das ist 1 Stunde mit Auto oder mit dem Zug. Das habe ich die letzten Jahre so gemacht, aber das habe ich das in der Woche gemacht mit ein paar anderen zusammen und es war sowas von einem Abenteuer, so toll, mit der Natur in Kontakt kam und langsam durch die Welt zu reisen. Aber dieses Slow Traveling ist nur ein Ziel der Tour de Rebelle. Und es ist viel mehr als nur um Globus zu radeln. Das macht quasi jeder, wenn ihr euch mal Instagram anguckt, Pedal the World und die ganzen anderen Leute. Das ist nichts Besonderes mehr und was Leute zusammenbringt. Und ich wollte auch was mit den Leuten machen, mit denen ich herumfahre, was uns verbindet. Bewegungen, die das System verändern wollen, gemeinsam. Das zweite Ziel der Tour de Rebelle ist es, ein Netzwerk zu formen, eine Plattform für Leute, die sich da treffen können. Stellt euch vor, ein paar hundert Leute, die zusammen mit dem Fahrrad fahren von Bremen nach, sagen wir mal, Berlin und auf dem Weg von Bremen nach Berlin treffen sie noch weitere Leute aus anderen Organisationen, die sich vernetzen, die Erfahrungen austauschen. Sie tauschen Wissen und Fähigkeiten aus und das ist etwas, was meiner Meinung nach in Organisationen und zwischen Organisationen fehlt. Die Tour de Rebelle versucht, eine Plattform zu sein zum Networking. Und ich habe schon erwähnt, das erste Ziel, beziehungsweise das letzte Ziel der 3 Ziele, Fähigkeiten austauschen und Informationen. Wenn ihr euch jetzt dieses Klimacamp vorstellt, was um den Globus mit dem Fahrrad fährt, dann ich bin mit 5 Leuten in einem kleinen Dorf mit 500 Leuten angekommen. Das ist keinem aufgefallen, aber wenn ihr da mit 200 Leuten ankommt, dann wird das echt auffallen. Das wird das Event des Jahres. Ein Klimacamp / Social Justice Camp. Das macht schon Aufmerksamkeit. Und wenn man da um den Globus radelt, da will quasi jeder dabei sein. Wenigstens ist der Rest der Bevölkerung dann interessiert. Aber wie kann ich jetzt da mitmachen, Teil davon sein, scannt den QR-Code. Es geht nicht nur ums Radfahren. Ich habe in den letzten 2 Monaten mit dem Radfahrradfahren angefangen. Wir waren 50 Leute. Wir waren etwa 50 insgesamt. Wir sind von hier nach da gefahren und letztendlich haben die Leute auch zum Beispiel gefilmt. Wir brauchen ein Orga-Team, wir müssen diese Plattform aufbauen und wenn ihr da mitmachen wollt, dann klatscht und danke. Ja, spielt das Spiel, sucht den QR-Code der Tour de Rebelle. Packt das doch vorne auf die Bühne, den QR-Code. Dann kann jeder, der möchte, das scannen. Ja, irgendwo da. Der nächste Talk wird sein Listling. Eine Open Source Web App. Hallo, mein Name ist Sven und heute möchte ich kurz darüber reden, warum wir eine
Zusammenarbeit mit niedriger Eintrittsschwelle brauchen. Also jetzt reden wir erstmal über das Setting, eine selbstorganisierte Gruppe, also eine Gruppe, die sich auf freiwillige Arbeit stützt, also eine Hacktivist-Gruppe oder, ja. Also wir haben hier Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, meistens auch mit sehr unterschiedlichen IT-Skills. Und es wechselt sehr stark, wer dabei ist, wenn man nicht nur einfach beitreten kann, sondern auch einfach austreten kann. Und was sind jetzt die Herausforderungen, wenn neue Leute dazukommen wollen, wenn man hier online zusammenarbeiten möchte? Meistens benutzen die Leute unterschiedliche Tools. Und dann, wenn jetzt jemand dazukommt, wir benutzen diese App für die To-Do-Liste, wir brauchen außerdem diese Webseite, mach hier einen Account, dann haben wir ein Wiki, dann machen wir den Account. Und als Neuling war jetzt so das Ding, ja, ich muss jetzt 5 Apps installieren und brauche 1000 neue Passwörter, was war das noch gleich? Und unsere Idee ist, dass wir nur eine Software benutzen, Groupware. Und das ist cool, aber dann muss man auch sich schwieriger einarbeiten. Das ist jetzt in einer großen Firma kein Problem, da hat man eine Woche Einarbeitungszeit, aber in solchen freiwilligen Gruppen ist es schon ein Problem. Da haben wir keine koordinierte Einarbeitungszeit und da haben wir auch nicht die Ressourcen, um solche Programme wie Groupware zu benutzen. Und meistens, wenn ich in solchen Gruppen aktiv bin, ist, dass wir viele Tabellen benutzen und Pads. Und das ist toll, wenn man zusammenarbeiten möchte. Aber wenn man sie für andere Dinge benutzen möchte, wie zum Beispiel To-Do-Listen, dann, ja, in einem Textdokument wird es schon sehr nervig, Sachen zu bewegen. Und wenn man das Ganze in eine Tabelle macht, dann, ja, ich habe hier Formeln und Buttons und verschiedene Funktionen eingebaut. Das kann man nicht mehr bearbeiten. Insgesamt ist hier also eine Barriere gegen Zusammenarbeit. Und das führt dazu, dass wirklich nur eine kleine Gruppe oder ein kleiner Anteil der Leute in der Gruppe diese Tools wirklich benutzt. Und es läuft darauf hinaus, dass man dann alles in einem Telegram-Kanal macht oder eben per E-Mail-Listen. Was können wir hier tun? Na, eines Nachts hatte ich die Idee, wenn wir so ein kollaboratives Dokument haben, aber mit ein bisschen mehr Struktur, was die Struktur von solchen selbstorganisierten Gruppen besser abbildet. Und was mit Listen? Und ja, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich offensichtlich. Eine Abstimmung ist ja eigentlich nur eine Liste von Optionen, auf die man sich abstimmt. Ein Wiki kann auch eine Liste sein. Also alles lässt sich eigentlich als Liste abbilden. Und Listing ist jetzt ein Werkzeug für kollaborative Listen. Es ist alles online. Man kann einfach eine Liste erstellen, einen Link teilen und es ist einfach zu nutzen. Der Fokus ist ein sehr einfaches User Interface. Es ist natürlich sehr hackbar und Open Source. Hier ist natürlich die Zeit für eine Demo. Aber was ist eine Präsentation? Einfach nur eine Liste von Slides. Also, dann habe ich gedacht, ich mache einfach ein Listing und das ist, was ihr gesehen habt. Also, mein gesamter Talk ist eigentlich die Demo. Ja, vielen Dank. Trotzdem habe ich ein paar Screenshots für euch. Man kann nicht nur Präsentationen machen, man kann auch in der Mitte, wie man hier sieht, Listen mit verschiedenen Features machen, also eine Taskliste, eine To-Do-Liste, wo man Leute zuordnen kann. Dann sehen wir eine Beispielsabstimmung, um einfach Umfragen zu machen. Und ich war jetzt tatsächlich ziemlich schnell. Schön, das war jetzt eigentlich alles. Ihr könnt es online einfach ausprobieren auf listling.org. Und wenn ihr noch Ideen für Features habt, höre ich sie gerne. Ihr könnt das natürlich auf GitHub einfach schreiben oder mir einfach sonst mich kontaktieren. Ich bin auf Twitter. Ihr könnt auch einfach hier nach den anderen Lightning Talks noch reden. Im Namen von Alice Bob und dem Neuling, vielen Dank. Next up is Unary. Als nächstes kommt Unary, eine weitere Liste, eine weitere Strichliste für euren Hackerspace. Ja. Good morning. Hallo, guten Morgen. Ich bin Johannes und ich möchte über etwas reden, was im Herzen jedes Hacker- und Makerspaces ist heute, nämlich Getränkekonsum. Und man will ja weitermachen und braucht dazu Getränke. Man muss halt eine Strichliste führen und sich merken, wer was getrunken hat. Und der Use Case hier ist sehr einfach. Und es ist einfach nur eine Strichliste,
aber als elektronisches System. Und das hilft uns, da sich zu merken, wer was bezahlen muss. Aber man kann das System kompromittieren, wenn man einfach physisch den Kühlschrank öffnen und was nehmen kann. Und alle Hackerspaces brauchen das, aber es gibt viele Lösungen. Alle sind sexy Hacking-Projekte und soll dann auf alte Hardware laufen und sexy für Hacking, aber Maintenance, Wartung davon ist nicht gut und die Usability ist auch ziemlich scheiße. Darum habe ich noch eins von solchen Systemen entwickelt und mein System ist ziemlich langweilig. Die Idee dahinter ist, dass wir eine sehr langweilige, sehr einfache Lösung haben, aber immer noch gut benutzbar und ich nehme einfach Komponenten, die es schon gibt. Und ein altes Android-Tablet. Das ist quasi Upcycling. Die haben einen hochauflösenden Touchscreen und das ist echt gut für die Benutzbarkeit der App. Hier könnt ihr schon mal sehen, man hat einen Bildschirm, wo man seinen eigenen Account auswählen kann, über die Farbe leicht identifizierbar. Man kann filtern, dann kann man ein Getränk auswählen, was man trinken möchte. Man bekommt ein visuelles Feedback, wenn man das kauft. Wir haben Features wie, dass man Geld hinterlegen kann und man kann seine letzten Transaktionen angucken und Sachen rückgängig machen, die falsch sind. Viele Features, aber die Grundidee ist, es geht nicht um die Features, sondern darum, dass das System sehr einfach ist. Und wenn wir uns die Softwareseite ansehen, dann sehen wir einfach auf dem Server, dass wir einfach nur eine HTTP-Seite ausliefern, eine Web-Application, und wir handeln einfach die Requests und greifen auf die Datenbank zu und wir haben ungefähr 300 Zeilen Code auf dem Server. Auf Client-Seite nehmen wir Vue.js und die Logik in JavaScript, im HTML. Und es hat eine reaktive Natur, das Projekt, und den State speichern wir in den JavaScript-Objekten. Und JavaScript sind dann nur 150 Zeilen Code und der Rest ist eigentlich nur das Aussehen der UI-Elemente und ihr Verhalten. Es ist ein sehr einfaches System und es ist auch sehr einfach, weil wir WebSockets verwenden. Einfache Nachrichten können wir dann schnell senden und die Socket.io-Bibliothek persistiert es auch. Das also hält die Connection offen zwischen Client und Server und wir haben wenig Latenz und es ist sehr robust. Wir nutzen auch die reaktiven Komponenten von Vue.js. Zum Beispiel, wenn du ein Produkt kaufst, dann wird der Client nicht geupdatet, nur wenn er kriegt ja nur das Update vom Server und dann müssen wir es nicht synchronisieren. Es geschieht automatisch zum Deployment. Ist auch immer noch langweilig. Wir haben das jetzt in diesem Jahr laufen gehabt in Freiburg und das ganze System ist direkt auf dem Tablet und wir brauchen kein anderes System, keine andere Hardware, um unsere Getränke zu konsumieren im Lab. Das ist dadurch möglich, dass Thermux da ist und viele halten es für eine Terminal-Applikation, aber eigentlich ist es ein komplettes Bot-System. Und man kann die ganzen Komponenten auf dem Tablet mit einem Startup-Skript einfach starten. Man braucht nicht mal eine Internetverbindung, damit es funktioniert. Der Nutzer sieht einfach den Browser im Fullscreen-Modus. Und der Nutzer sieht nicht den Browser, sondern nur unser Interface. Die Screenshots habt ihr ja gesehen. Aber ist nicht der einzige, wie man das machen kann. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch die Server-Component auf andere Maschinen packen und mehrere Clients haben und so weiter. WebSockets, JSON, das sind Libraries, die findet man in jeder Sprache unterstützt. In Freiburg läuft das System nun jetzt für eine ganze Weile, für fast ein Jahr, ohne Beschwerden. Es sind nur 1000 Zeilen Code, da kann nicht viel passieren. Aber es ist immer noch so Works-for-me-Status und ich würde gerne aufs nächste Level kommen und wenn ihr Feature-Requests habt, wäre ich dafür dankbar. Und wenn ihr es verändern wollt, dann wäre es auch gut. Macht das mehr, macht das nachhaltiger und hier wollt ihr auch vielleicht noch hingucken. Als nächstes kommt Natural Language Processing ist schwieriger, als man denken mag. Okay, moin. Mein Name ist Ingo und ich rede euch darüber, dass NLP wegen auch trotz solcher Sachen wie GPT-2 noch nicht gelöst ist und das deutlich schwieriger ist, als die meisten denken.
Hast du irgendwann schon mal enttäuscht von einem NLP-System, wie zum Beispiel Alexa oder deinem Auto oder sonst sowas in die Richtung? Ich bin täglich von dem Zeug enttäuscht und ich arbeite auch täglich daran. Das ist kein guter Zustand. Aber warum ist das so? Es liegt daran, dass Sprache schwierig ist und mehrdeutig und komplex und fließend. Es ändert sich. Menschen benutzen oft mehr als eine Sprache und im Allgemeinen wissen wir nicht so ganz genau, wie Sprache wirklich funktioniert. Machen wir mal ein Beispiel. They saw a vet with a telescope. They könnte Singular sein, könnte Plural sein. Wir wissen es nicht. Ein Vet könnte ein Veterinär sein, ein Tierarzt oder ein Veteran. Ein Soldat oder ein Pirat, man weiß es nicht. Also, was könnte man machen? Sie könnten also ein Vet mit einem Teleskop gesehen haben. Dem Vet gehört das Teleskop. Sie könnten aber auch mit dem Teleskop den Vet gesehen haben. Aber sie könnten auch den Vet gesehen haben. Und dieser Arzt hatte durch Zufall ein Teleskop. Okay, versucht das mal zu parsen. Ist ziemlich hart. Für Menschen ist es relativ einfach, wenn wir genug Kontext haben. Also gucken wir uns noch ein paar Herausforderungen an, die uns gegenüberstehen. Sprachen sind wichtig. Viele Leute sprechen mehr als eine Sprache und nicht viele Leute sprechen nur eine Standardsprache. Sie mischen die Sprachen hin und her täglich und da müssen wir drüber nachdenken. Kontext ist wichtig. Wenn wir diesen Vet sehen, wissen wir, ob das ein Soldat oder ein Arzt oder was völlig anderes ist. Daten sind wichtig. Einmal in Sachen Privatsphäre und einmal, welche Daten benutzen wir denn überhaupt für NLP? Und wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass die Daten, die wir benutzen, um unsere Systeme zu trainieren, auch das Ergebnis beeinflussen, was die machen können, die Resultate, die wir erhalten. Und Bias ist wichtig, Vorurteile. Zum Beispiel im Zusammenhang Gender und Berufstitel. Es könnte ein Analysesystem, was deine Einstellung von Namen ableitet und da sind vielleicht rassistische Stereotype drin. Und das ist alles, was wir in den Systemen, die wir im Moment haben, finden können. Wenn wir all diese Probleme haben, was sind die potenziellen Herausforderungen? Also erstmal einfach eine schlechte UX. Du redest mit deiner Alexa, Alexa versteht dich nicht, weil du kein alter weißer Mann ist, an dem das Ding trainiert wurde, sondern irgendwas anderes. Es könnte auch sein, dass die Systeme falsche und möglicherweise gefährliche Ergebnisse generieren. Es ist vielleicht mehr ein geschäftliches Problem im Businessbereich, aber auch ethisch könnte das schwierig sein. Und da haben wir noch die Marginalisierung von Sprachen und den Sprechern derselben. Denn aus irgendeinem Grund setzen wir Natural Language grundsätzlich mit Englisch gleich und die meisten Modelle, die wir haben, sind dementsprechend Englisch. Ein paar sind Deutsch. Und je nachdem, wie viel Geld die Sprecher einer Sprache haben, ändert sich auch die Qualität und das ist echt traurig. Und viele dieser Modelle können soziale Normen und Stereotypen verstärken und reproduzieren. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das passiert und dass es ein tatsächliches Problem sein könnte, was uns jeden Tag begegnet. Also, was können wir machen? Wir sollten zumindest drüber nachdenken. Und wir sollten versuchen, Sprachmodelle zu bauen, die sich dessen bewusst sind. Und wir sollten ein bisschen zurückdenken und Kontext in unsere Modelle einbauen. Und schließlich sollten wir uns dessen bewusst sein, dass es nicht nur Englisch gibt, sondern viele Sprachen. Und dass viele Leute mehr als eine sprechen. Und das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen. Vielleicht ist es auch unfair, einfach Leute dazu zu zwingen, aus all den möglichen Sprachen, die ihnen zur Verfügung stehen, nur eine zu wählen. Und das ist im Prinzip ein Handlungsaufruf. Lösungen sind schwierig, Sprachen sind schwierig und wir müssen diese Komplexität vereinnahmen, wenn wir Natural Language Processing in einer zukunftsfesten Art und Weise machen möchten. Auf eine Art und Weise, die fair in Sachen Stereotype und Leute behandeln, wie sie sind und welche Sprachen sie sprechen. Das ist wichtig. Danke. Vielen Dank. Als nächstes kommt Wiederaufbauen. Wie man eine bessere Programmiersprache hacken kann. So. Hi. Hallo. Wir haben schon viele Sprachen gehört. Wenn man Treiber bauen will oder natürliche Sprachen verarbeiten will,
dann gibt es verschiedene Sprachen, die uns dabei gut helfen können. Sie werden eher ein Werkzeug, mit dem wir dem Computer sagen, was er tun soll. Man kann aber auch unser Verständnis der Welt in Programmiersprachen abbilden. Auch wenn viele Sprachen schon gut sind, können wir es noch deutlich besser. Deshalb wollen wir eine bessere Programmiersprache bauen. Was sind unsere Ziele? Es muss mindestens genauso schnell sein wie C. Wir wollen Spaß dabei haben, also überspringen wir den ganzen Legacy-Kram. Und wir wollen alle einbinden können, deswegen soll es sehr zugänglich sein. Was sind die Konzepte dafür? Ich kann euch in 5 Minuten nicht davon überzeugen, was das hier wird, aber wir haben dafür viel zu viele Ideen, wir haben viel Motivation, aber das Gute ist, wir sind sehr beständig. Wir bleiben also am Ball. Ich möchte also eine Programmiersprache bauen, die irgendwo in der Mitte ist, zwischen akademischen Programmiersprachen und eher Skriptsprachen. Wir müssen unsere Schwächen als Stärken verwenden. Wir müssen es sehr einfach halten. Das ist das Ding unserer Hackerkultur. Und wir müssen die Sprache natürlich hackbar lassen. Wir brauchen also übersetzbare Fehlernachrichten, die nicht nur von Menschen, sondern auch von Werkzeugen verarbeitet werden können. Fast keine der Sprachen, die wir heutzutage benutzen, macht sowas. Eine der etwas weiterführenden Konzepte, mit denen ich gerade experimentiere, also das Hauptkonzept ist Kompilierzeit, Code-Ausführung. Wenn wir das haben, dann können wir damit alles andere ersetzen. Wir brauchen also keine Schlüsselwörter. Das heißt, wir machen es damit zugänglicher, weil man einfach seine eigenen Schlüsselwörter einbauen kann. Das ist also dann in der Sprache, die sie selber können. Es muss nicht Englisch sein und manche Menschen können das ja nicht. Zum Beispiel Kinder haben vielleicht Schwierigkeiten. Wenn man keine Schlüsselwörter hat, wie machen wir dann überhaupt irgendetwas in unserer Programmiersprache? Die Hauptidee dafür ist, dass wir einen interaktiven API haben für unseren Compiler. Man kann also eine Funktion deklarieren, eine Klasse erstellen und so weiter, aber dafür benutzt man keine Schlüsselwörter, sondern man ruft einen API auf, eine Programmierschnittstelle. Das sind die Hauptideen, mit denen ich gerade herumexperimentiere. Aber es gibt auch noch viel mehr. Ein paar andere, die ich explorieren möchte. Das ist der Aufruf zum Handeln. Hilf mir, eine zugänglichere Sprache, Programmiersprache zu erschaffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt das alles auf GitHub finden. Und es gibt auch ein RFC-Repository, wo man Anfragen stellen kann. Und da schreiben wir Ideen auf und dann baue ich das vielleicht in den richtigen Compiler ein. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr uns wenigstens folgen auf GitHub oder Twitter. @rebuild_lang. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay, als nächstes kommt Open Cultural Data is out there. Offene Kulturdaten sind irgendwo da draußen. Hallo, ich bin hier. Hello, I'm here today to express my enthusiasm for open culture and open culture data and to infect as many people as possible with this enthusiasm.
Many of you probably know that museums, libraries, archives worldwide are digitizing their collections with high quality and systematically with a high output, and they do it in such a way that this data can be used by others, mostly in the technical aspect. But this is not just paintings, but also maps, fonts, three-dimensional models of sculptures, coins, handwritten papers, centuries or millennia old things with all kinds of content that can be explored, not necessarily for the purpose they were made by everyone, up to video materials in the natural sciences, dances, movies. A gigantic treasure trove of data has been established and is being held ready by these institutions. Many of those used to do it in such a way that they put the data in basically digital showcases that you could just look at. But more and more, these institutions are offering APIs that allow you to grab the data, search through it, process the data in large amounts. For example, the Met in New York or the Rijksmuseum in Amsterdam offer their own APIs, of which you can explore and experience their entire collection and work on it with your own software. Many others use generic APIs, a bit older one. There are older ones such as OAI PMH or SRU that are based on XML via HTTP. A bit more modern, we have the International Image Interoperability Framework, IIIF, that's based on JSON-LD. It's linked data, so you can connect it very well with other data sources and network these data. In addition to that, IIIF offers an ability to dynamically request image data, so you don't have to pull huge images every time, but just small variants or excerpts can be pulled. There are a lot of sources on the internet, and I sort of structured my presentation in such a way that we have a little collection of links here to lead you into this world of cultural data. For example, if you starting links to get busy with IIIF, there's, for example, the Internet Archive, which is not public yet, but you can find it by accessing their test server via IIIF. Then there's also cross-institutional APIs, for example, Europeana or the German State Library, which work together on a trans-institutional way and link their data and their metadata with these APIs. What can you do with this data, you ask? Well, it's simple. The obvious thing is to display the data or make it searchable, but you can also build new tools to make art based on old art or to create new designs based on these graphics that are often public domain these days or are at least licensed as Creative Commons. The same way you can use AI or machine learning methods to make new art by letting technology generate it for you, or to make some funny applications, or to inform people about the past in a serious way. You can all do that with this data, with this treasure. A good way of doing that are the Coding Da Vinci hackathons. Cultural institutions have data for these hackathons specifically, which are available to the public permanently after. Interested people do things with this data, build new applications, and art applications, games, whatever you can do with it in this context. Thank you for your attention. I hope the links can be looked at, and you can also talk to me. Thank you. Thank you. So
Wenn man möchte, dass die Folien für alle verfügbar sind, dann ladet sie im Talk-System hoch, dann werden sie öffentlich und alle können sie runterladen. Jetzt kommt der letzte Talk für heute. Tut uns leid für die, die warten mussten. Das ist der letzte Talk. Ein fieser, aber fairer Minesweeper. Ich will euch von einem coolen Projekt erzählen, das ich vor kurzem gemacht habe. Das ist ein Minesweeper-Spiel. Ihr kennt wahrscheinlich den schönen alten, aber einfach mal zur Erinnerung, es gibt eine Zahl in diesem Spiel, die gibt an, wie viele Minen in der Nähe sind. Man muss alle leeren Felder aufdecken. Wenn man eine Mine trifft, dann hat man verloren. Man kann das Spiel natürlich mit Logik spielen oder man kann raten. Manchmal muss man sogar raten, weil es zwei Möglichkeiten gibt und man kann es nicht mit Logik herausfinden. Das ist ein bisschen schlecht, finde ich. Was ist aber, wenn der Computer schummelt? Das kennt ihr vielleicht, aber der normale Minesweeper in Windows schummelt sogar. Es ist beispielsweise niemals ganz am Anfang eine Mine. Würdet ihr auf eine Mine klicken, dann wird der Computer sie woanders hin tun. So, was wäre, wenn wir die Minen also gar nicht platzieren, sondern wir erfinden quasi, während ihr spielt, eine maximal unpraktische Platzierung der Minen für dich. Also wird das sehr schwierig. Man muss immer sehr viel nachdenken und man muss nahezu beweisen, dass ein bestimmtes Feld keine Mine enthält. Das ist ja normalerweise ein Spiel, bei dem man als Spieler alle Informationen hat. Und das nutzen wir jetzt aus, um es für euch schwieriger zu machen. Links seht ihr die Zellen. Die Punkte sind ungefährlich. Die Ausrufezeichen haben definitiv eine Mine dahinter. Fragezeichen sind unklar, da könnte eine Mine sein, aber auch nicht. Wenn man auf ein Fragezeichen legt, dann wird dort eine Mine sein, einfach weil es sein könnte. Wir zwingen euch also darüber nachzudenken, weil wenn ihr raten würdet, dann werdet ihr definitiv die Mine finden und nur wenn es garantiert keine Mine dort gibt, dann wird dort auch keine sein. Wie berechnen wir das? Also die Außenseite ist nicht wichtig, aber die Grenze ist wichtig. Die wird berechnet und dort berechnen wir alle Möglichkeiten mit einem Backtracking-Algorithmus. Und rechts sieht man, dass manche Stellen garantiert eine Mine enthalten, manche nicht, manche vielleicht. Das habe ich mal gemacht und das war aber zu langsam. So kann man 12 GB Arbeitsspeicher auffüllen und eine Zelle aufzudecken dauert eine halbe Minute. Das ist also nicht tragbar. Wenn man als Mensch darauf schaut, dann kann man viel über die Situation sagen. Ich habe dann einen SAT-Löser verwendet, also auf mathematische Weise geprüft. Also ob man eine mathematische Gleichung erfüllen kann. Hier sieht man beispielsweise so eine. Also hier könnte entweder 0 oder 1 sein, die auf diesen Zellen. Und in dieser Sammlung von Formeln kann man dann berechnen, auf welchen Feldern welche sein könnten, wo garantiert welche sind. Und wir machen das Ganze also aus der mathematischen Perspektive. Ich benutze ein paar Tricks, um die Ergebnisse zu cachen. Und inzwischen ist es also recht spielbar, es wird sich nicht aufhängen. Also, das ist das Spiel und hier könnt ihr es sehen. Und das funktioniert am Computer, aber auch auf eurem Handy. Und googelt einfach danach. Das heißt Kaboom. Und es gibt auch einen Blogpost. Das ist zwar ein sehr kurzer Talk, aber es gibt aber viele Abenteuer, die ich durchgemacht habe während der Entwicklung dieses Spiels. Und ihr könnt sie dort lesen. Vielen Dank, viel Spaß beim Spielen und viel Feedback ist auch willkommen. Danke.
Okay, also damit sind die Lightning Talks durch. Und bitte eine große Runde Applaus für alle Speakers. Das war die größte...